Hallo. Verzeiht, seid ihr Sheriff von Nottingham? Nottingham, gell? Wir haben nichts und mir gäbe nichts. Ich will doch nichts von Ihnen. Ich will's den Reichen nehmen und den Armen geben. Das würden wir von den Finanzbehörden auch gerne. Sehen Sie, ich habe ein Problem. Durchschnittlich besitzt das oberste Prozent der Deutschen ja 5 Millionen Vermögen. Jedes Mal, wenn ich einen von denen im Wald treffe, sagt er, so viel Vermögen hätte er gar nicht. So kann ich nicht arbeiten. Ich muss doch rausfinden, wer nicht in welchem Maße überfallen werden kann. So kann ich sonst nicht arbeiten. Verstehen Sie, es muss doch Instrumente geben, um das Vermögen der Deutschen zu messen. Instrumente? Setzen sich. Selbstverständlich haben wir Instrumente. Da habe ich zum Beispiel ein hervorragendes Instrument. Gucken Sie da, ne? Ist das? Was? Fantastisch. Ist das? Das ist eine Vermögenssteuer. Damit können Sie jeden Cent erkennen, den ein Reicher besitzt. Oh, super, sowas brauche ich. Das funktioniert überhaupt nicht. Ist kaputt. Seit 1995 nicht mehr repariert. Seitdem fehlt uns ein bisschen der Durchblick. Aber eine Vermögenssteuer. Wenn ich das richtig erinnere, eine Vermögenssteuer hat beinahe jedes Land. Ja, wir haben da auch eine. Wir wenden sie nur nicht an. Sehen Sie, das Bundesverfassungsgericht hat damals zu uns gesagt, wenn ihr eine korrekte Vermögenssteuer wollt, dann müsst ihr wissen, wie viel die Immobilien der Reichen wirklich wert sind. Das heißt, wenn wir die Immobilien nur richtig bewerten, könnten wir die Vermögenssteuer wieder erheben. Das ist korrekt. Warum macht die Bundesregierung das nicht? Kennen Sie diesen Moment, wenn Sie auf dem Sofa sitzen und Jörg Pilawa kommt? Aber die Fernbedienung ist zu weit weg. Und man will einfach nicht aufstehen. Ja. Genau so. Und deswegen haben wir keine Steuer mehr. Ja. Aber die Vermögen sind doch deswegen nicht verschwunden. Aus der Debatte schon. Okay, schon klar. Gibt es nicht andere Instrumente auch? Ich meine. Ja, selbstverständlich. Gucken Sie da nach. Das ist ja fantastisch. Das ist von vom Statistischen Bundesamt eine Einkommens- und Verbraucherstichprobe. Oh, toll. Hier steht drauf, dass nahezu alle Haushalte erfasst werden. Sie müssen das richtig betonen. Nahezu alle. Mit Ausnahme derer, die über 18.000 Euro Monatseinkommen haben. Warum gerade die nicht? Die machen nicht mit. Ja, aber dann muss man die dazu zwingen. Die Angaben sind ja freiwillig. Wenn Sie eine verpflichtende Umfrage wollen, nehmen Sie halt das Instrument hier. Mikrozensus. 390.000 Haushalte sind befragt worden und alle waren gesetzlich verpflichtet, daran teilzunehmen. Gesetzlich verpflichtet, das geht doch. Schauen Sie mal, da können wir doch... Warum kann ich immer noch nicht erkennen, was das Vermögen der obersten Prozent ist? Ja, weil danach gar nicht gefragt worden ist. Ja, man könnte ja am Ende noch was rauskriegen. Okay, sagen Sie, der Staat hat keinerlei Interesse offensichtlich, das Vermögen rauszufinden, aber es muss doch irgendwelche, weiß ich nicht, Forschungseinrichtungen geben. Selbstverständlich, gar keine Frage. Hier gucken Sie zum Beispiel die SOEP-Studie. SOEP, lassen Sie mich raten, Stichprobe ohne 1%. Sozioökonomisches Panel. 14.000 Haushalte wurden befragt. 14.000. Und was haben die nicht rausbekommen? Eine ganze Menge. Die Angaben waren ja wieder freiwillig. Hier steht, dass gerade mal 20 Personen erfasst worden sind mit einem Vermögen von über 50 Millionen. Ha, und die schreiben sogar selber. Gucken Sie mal, die schreiben selber. Das Maß der Ungleichheit der Vermögen wird unterschätzt. Ja gut, aber die Forscher hatten ja noch andere hervorragende Quellen, die sie benutzt haben. Ein Magazin. Aber nicht irgendeins. Ist Forbes Magazine. Forscher holen ihre Daten aus der Gala für Milliardäre. Okay. Und woher haben die ihr Wissen? Dort hinten drauf. Wo? Recherche und Schätzungen. Ihr Hut brennt. Ich habe mir die Energiewende anders vorgestellt. Bitte. Das einzige Mal, dass man sagen darf, mein Hut brennt und es stimmt, ne? Aber okay. Sehen Sie, was ich mich frage, ist Schätzungen. Das ist das beste Instrument, was wir haben. Schätze schätzen. Und was haben die vom Forbes Magazine dann rausgefunden? Die haben rausgefunden, dass wir wahrscheinlich dreimal so viel Milliardäre und Vermögen haben, wie bisher angenommen. Ist aber nur Vermutung. Oh. Ich habe das Gefühl, je reicher die Vermögenden, desto ärmer ist die Datenlage. Das haben Sie aber schön gesagt.
Was lesen Sie dann für ein Buch? Ach, das ist das Kapital von Thomas Piketty. Das ist die beste Datengrundlage über die weltweite Verteilung, ungleiche Verteilung des Vermögens. Ja, ich möchte sagen, das ist erschütternd präzise. Ja, Entschuldigung, aber dann nehmen wir doch das. Das ist für Deutschland praktisch unbrauchbar. Piketty hat in Deutschland ja nur lückenhafte Daten zum Vermögen gefunden. Lassen Sie mich raten, weil wir keine Vermögenssteuer erheben. Woher wissen Sie das? Ich habe das Gefühl, in diesem Land gibt es ein starkes Interesse daran, dass es keine genauen Statistiken gibt. Oh nein, wir haben ein riesiges Interesse an ganz bestimmten Daten. Gucken Sie da. Was ist das denn? Das ist die Akte von dem Hartz-IV-Empfänger. Von einem? Das sind ja, weiß ich, nahezu 650 Seiten. Ja, über diese Leute wollen wir alles wissen.